Herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein The New Order. Wir sind Totenkopf schon sehr nah. Wir müssen jetzt quasi hier so ein bisschen rumschleichen. Haha, nicht gesehen. Was haben wir denn hier? Hundefutter. Also das geht, okay. Leben. Blablabon. Hier ist ja noch einer. Hier ist ja noch einer. Ja, ich bin hinter dir, Idiot. Den mit dabei? Was habe ich denn da jetzt aufgesammelt? Milchschock. Hundefutter. Leckeres Hundefutter. Gibt es hier sonst noch irgendwas oben drauf? Ja, da gibt es noch eine Treppe da hinten. Medichok. Ist aber viel von dem Zeug. Entschuldigung, ich immer so auf in die Karte schaue, aber ich möchte halt nichts verpassen. Ich muss mal gerade schauen. Wir können hier quasi einmal im Kreise latschen. F. F führt irgendwo hin. Das heißt, ich glaube, wir gehen erstmal einfach F hin. Schauen, wohin F führt. Falls sie überhaupt irgendwo hinführt. Ist natürlich auch die Frage. Ja, natürlich verschlossen den Raum, wo es nach F reingehen würde. Ich weiß nicht, ob es hier einen Schlüssel gibt oder sowas. Keine Ahnung. Fände ich aber doch mal recht schnüfte, wenn es das geben würde. Denn wohin F mich führt, interessiert mich dann doch, weil es muss ja was sein. Wenn da schon so offen steht F, muss da auch irgendwas sein. Ach, der ist schon tot. Ja, lauf noch mal einfach mal hier im Kreise, ne, Idiot. Den haben wir nämlich schon gesehen hier. Gehen wir es drauf. Bei der Musik gerade. Zum Anspannen und Reißen drin. Zum Anspannen nah. Ganze Musik hier. Hihihi. Ach, da war der Kommandant. Da war der Kommandante. Lecker. Oh, Zacki, Wikikowski, Hundelein. Captain Blaskovic, wir kommen jetzt zu einer Art Innenhof. Ein Innenhof, ja, okay, dann lauf doch mal zum Innenhof. Ich bin fast schon da, mein Handy klingelt gerade. Blöd. Fast schon da, wenn es so wie es mir scheint, in der Kommandantur. Es gibt quasi nur diesen Weg hier. Aha, getroffen. Mann. Oh, es ist Tag geworden. Ne, war ganz halt schon Tag, ne? Turm da. Was? Seid ihr wahnsinnig da unten? So, leg dich mal schlafen, Freundchen. Kann ich hier die Treppe hier kaputt schießen? Boah, Leute, warte nicht. Bitte mal auf, die Treppe kaputt bei der Brücke zu schießen. So, legt euch lieber mal unten hin. Menschenskind nochmal hier einer. Wird doch nur in Ruhe hier rumlaufen und dann wirst du von den Typen einfach angeschossen. Unglaublich hier. Ich glaube, es hackt. Nein, der Magazin ist leer. Ja, macht das. Trinkt einen Kaffee, ich gehe weiter. So muss das, so muss das. Und zack, zack, zack. Live well. Und goodbye. Ich drücke mal die falsche Taste. Oh, Zentrale. Zur Zentrale. Das ist das Regime. Ach so. Ah, wir sind schon ganz nah von unseren Leuten, oder was? Wenn die schon sagen, hier stirb Regime-Arsch. Wollen wir das schon hören hier?
müssen unsere Leute endlich in der Nähe sein. Lecker, Hundefutter. Ich gehe jetzt mal nach rechts. Das scheint mir doch... ist auch nichts Besonderes. So, wir machen uns bereit für General Totenkopf. Goodbye! Goodbye! Hey, und jetzt? Ah, da ist noch eine Kiste. Jawohl! Action Johnson ist am Start! Wie immer! Was ist da hier am Start? Ein Kugelspeier? Ja, dankeschön! Ich sehe keinen einzigen. Also ich sehe gerade einen runterschießen. Was? Hallo, ich wollte den nicht mitnehmen, aber na gut. Gute Arbeit, Captain. Alle Mann für den Flugzeugwrack. Blazkowicz, wir treffen uns doch. Yay, ich hab die einfach mitgenommen. Gut, warum nicht? Ne, wenn ich die mitnehmen kann, nehmen wir die auch gerne mit, ne? So ist das ja nicht. Hallo, bin mal zu Hause. Das ist wie eine riesige Kanone, ey. Lauf schon ein bisschen langsamer damit, ne? Überall Konserven. Das sind alles Alliierte, die hier gestorben sind. US Army? Was? Totentransport. Noch mehr Tote. Hab alles viel zu oft gesehen. US Army. Ach, wir sind wieder im Flugzeug drin, oder was? Hier unten! Die Strebe lässt sich von hier aus nicht bewegen. Wir sitzen hier oben fest. Versuchen Sie es mal von Ihrer Position aus, Blazkowicz. Sir, vielleicht kann Ihnen das hier nützlich sein. Ja, danke. Ja, Sir. Bist du gläubig? Wir gehen Sonntag in die Kirche. Habt ihr denn keine Kirchen in England? Gibt's da keine Priester? Doch. Aber das Regime wirft gerade jede Menge Bomben auf sie ab. Das ist das Problem. Raumschädel! Blondie! Jetzt sie! Lauf, meine Freunde! Du auch! Spring! Und als letztes... Kommen Sie, Blazkowicz! Yeah. Das war ein weiter Sprung. Der ging in die Hose. Der wäre ja total weit, ne? Also wenn ich jetzt mal über so ein Ding springen wollen würde, über so eine Grube, würde ich auch dieses Tempo an den Tag legen, was BJ Blazkowicz an den Tag legt. Na komm, lass das Ding mal weg hier. Wow. Schade, hätte ich gerne mitgenommen. Na dann, zieh mich auf! Das hat der Fliege... Aua! Das ist ein Stein am Kopf, tut weh. Was für ein Zirkus. Meine Füße sind gebrochen. Mit den Leuten. Oh. Sehen Sie die Rohre? Die kommen aus dem Schaltkasten da. Was ist das? Irgendwie sieht der ganze Raum aus wie ein Verbrennungsofen. Was haben Sie da gemacht? Vielleicht ist das eine Affäre für die Tür. Sie haben den verdammten Ofen eingeschaltet. Abschalten! Drehen Sie den Schalter! Scheiße! Versuchen Sie den nicht! Ja, Leute, was mit den Lügen gemacht haben, das war nicht schön. Verdammten Arschloch. Ich krieg euch an! Kann ich irgendwas machen? Kann ich euch helfen? Tut mir leid, es tut mir leid! Da, ich
Jetzt kommen wir zu und sind die Schlüssel. Toll, der ist bestimmt hier drin. Ich schau mich jetzt noch ein bisschen um. So, Schlüssel ist da und jetzt nicht hier raus hier. Oh. Komm, 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 Leute, lauft raus. Komm her, mein Freund. Wir müssen hier raus. Bevor wir verbrennen. Schnell, 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 schnell. Ja, halt die Tür auf, halt die Tür auf. Was ist das? Oh, hallo. Ja, zerstören Sie mein Atemgerät. Hallo, lass mich mal ruhen, mein Freund. Ah. Immer schön nachladen. Was macht das hier? Das ist jetzt auch gehangen? Oh, hat uns erwischt. Nein, Blaskowitz. Nein. Hallo, danke schön. Hä? Wie schön, jetzt hat der Ding auch noch nach hier. Ach, hier jetzt leben meine Leute noch, oder was? Das Gesicht ist ungeschützt! Ja, 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 komm, komm, schön nachladen, mein Freund. Ah, jetzt ist das falsche Gewehr. Das war's? Oh, war ja läppisch. Oh, Rüstung. Durch den verdammten General. Wie viele sind's bis jetzt? Alle noch am Leben? Jawohl. Der Verbrennungsofen ist aus. Wie kriegen wir diese Tür auf? Hätte nichts dagegen, hier abzuhauen. Sie lässt sich nicht von hier aus öffnen. Halt. Ich höre da draußen was. Da kommt jemand. Wer kommt da? Ich brauche eine Rüstung. Gib her. Captain Blaskowitz, Sir, hören Sie mal. Das fällt an wie Strom. Ist irgendjemand? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Meine Leute getötet. So viele, dass ich mit dem Zählen nicht nachkomme. Eine ganze Weile her, ich ihresgleichen gesehen habe, in der Tat. Sie, ich kenne Sie. Oh, Sie gefallen mir. So widerstandsfähig. Mit ihnen könnte ich große Dinge erreichen. Oh, ich mag die Augen. Rühren Sie ihn nicht an! Und
ihr gefallen auch. Seine nicht! Sie sind bereits kaputt! Ein Jammer. Captain Blazkowicz, helfen Sie bei der Entscheidung. Was meinen Sie? Welcher der beiden Probanden ist wohl am besten geeignet für meine Forschung? Ich habe keinen Platz für Testobjekte. Falls Sie also meine Bitte ablehnen, müsste ich beide zerlegen. Und das würde den ganzen Tag dauern. Ich mach's Ihnen lang. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Mach es selbst! Sezier dich selbst, du Arschloch! Ich schau keinen an, die Entscheidung kann ich nicht machen. Treffen Sie eine Wahl für mich. Das kann ich nicht! Ich kann mich nicht zwischen allen von denen entscheiden, das ist unrechtens. Du Schwein! Du Schwein, sezier dich selbst! Du stur, Captain Blazkowicz. Ja. Gute Eigenschaft. Die meine ist Geduld. Endlose Geduld. Welche wohl stärker ist? Ihre Sturheit oder meine Geduld? Die Aufgabe ist wirklich nicht schwer. Sehen Sie sich einfach nur den an, den ich auswähle. Das mache ich doch die ganze Zeit. Ich habe dich an, du Schwein. Seziere dich selber. Dieses Piepsen im Ohr. Ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Das kann ich nicht. Aber da müssen beide sterben. Das kann nicht sein. Einer muss leben. Soll der Junge leben? Oh nein! Verdammt, er hat sie wirklich alle getötet. Dieser Bastard. Ach, ich muss mich entscheiden. Okay. Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Wyatt oder Fergus? Fergus ist ein guter Anführer, aber Wyatt ist noch ein Junge. Ich kann nicht den... Wirklich? Diesen? Ich hätte ja den anderen gewählt. Aber ich folge Ihrer Entscheidung. Captain Blazkowicz. Schon okay, Blazka. Es ist Krieg. Menschen sterben. Meine Zeit ist um. General Totenkopf. Heute erteilt er mir eine Lektion. Ich habe Leid und Tod gesehen. Verstümmelte und gefolterte Menschen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber solche Grausamkeit ist jetzt noch nicht. Bis wir zählen. Einatmen. Bis wir zählen. Ausatmen. Okay, müssen also fliehen. Diese Schweine. Oh nein! Oh Gott! Lass ihn in Ruhe, zu Heller. Genug gelacht, du Schwein! Lass ihn in Ruhe! Hier oder was? Ja, kaputt mit dem Ding. Oh, die Feuer.
oder den kaputt. Nächster Tisch, kaputt hauen. Ja, mach sie mir auf. Gott, Gott, Gott. Ja, komm. Komm her. Weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Drücken Sie Maus bewegen aus dem Schlafzimmer. Okay. Was? Komm schon, verdammt. Was muss ich denn machen? Achso, ich muss halten, da lacht mir das einer. Na gut, nicht sie weg hier. Das hätte ich schon mit Zeug zu gerade. Dreckige Schweine.